Richard? Wie kann ich ihm glauben? Was war doch gleich, was er gesagt hat? Das ist das erste Mal, dass wir hier oben Text kriegen. Es ist das erste Mal in diesem Grim Tales Teil, im Bonuskapitel, dass wir hier oben Text haben. Dass wir überhaupt mal weiterführende Info haben. Überhaupt mal irgendwas. Oh Gott. Erinnerung an alte Grim Tales Teile. Und ja, und ganz ehrlich, für Leute. Für Leute, weil du vorher schwer hattest. Das kann doch nicht sein. Also wenn das nur auf einfach kommt, dann spiele ich nur noch auf einfach. Weil ich will die Texte oben haben. Ich will ein bisschen Story-Erklärung haben. Es kann doch nicht sein, auf Schwierigkeitsstufe schwer gibt es keine Story. Das kann ja auch nicht sein. Was ist das denn hier auf einmal alles? Ah, das kommt später wahrscheinlich. Die fliegen hier aber random wieder rum. Okay. Und jetzt noch ganz kurz. Für Leute, die das normale Grim Tales spielen, ohne sich die Collector's Edition hieß die Hallo liegt gerade da hinten. Wenn Leute sich die Collector's Edition nicht holen, entgeht ihnen die Story. Ihnen entgeht die Story. Die eigentliche Story entgeht Leuten, die nicht die... Du wirst gezwungen, die Collector's Edition zu haben, weil nur da die richtige Story drin ist. Denn erst jetzt weißt du, dass der komische Großvater der Schuldige ist. Erst jetzt weiß man das. Hätten wir abgebrochen, es war irgendwas passiert in der Hauptgeschichte. Keiner von uns weiß, was da genau passiert ist. Niemand weiß es. Es wusste niemand am Ende. Das heißt Sammleredition. Jetzt übersetzt mal Sammleredition bitte. Alter, das ist einfach nur noch Bullshit. Auf schwer kommen jetzt auch keine Texte mehr. Geil. Mit Richards Hinweis kann ich das Portal restaurieren, welches in die Unterwelt führt. Da kann ich vielleicht mehr über meine Familie herausfinden. Richard, wo ist denn der Richard? Endlich kann ich mal wieder was vorlesen. Der Richard. Richard! Richard! Richard, kommst du bitte? Richard, kommst du bitte? Richard! Richard? Wenn ich das Buch restaurieren kann, ist es vielleicht nicht mehr garstig und ich würde mir helfen. Oh Mann! Hier! Und ich würde mir helfen! Ist es vielleicht nicht mehr garstig und ich würde mir helfen? Mann! Mann, das ist doch doof. Auf schwer gibt's keine fucking Texte. Warum? Entschuldigung, dass ich so oft das Wort fucking heute benutze, aber es hat schon seinen Grund. Das ist doch doof. Ja, auf schwer hat der Hauptcharakter keine Gedanken und nichts. Und da soll man dann die Geschichte verstehen, sowas Doofes. Ja, du sagst es. Es ist total dämlich. Es ist einfach... Es ist Bullshit, dass diese Einblendung nicht auf schwer kommt. Es ist Bullshit. Ich verstehe es nicht. Und diese ganzen geilen... Ja, diese ganzen geilen Anekdoten. Was? Wo kommt das denn her? Ah, jetzt... Ja, ach so. Aha. Mhm. Alles klar. Gut, jetzt haben wir den Rohling. Info. Wähle anhand des Hinweises die richtigen Zähne des Schlüssels aus. Wir brauchen zuerst ein M. Das würde ich vermuten. Dann würde ich vermuten, das da. Was? Ach so, nein. Zuerst ein M. Entschuldigung. Ich dachte, ich muss hier in Reihenfolge anklicken. Dann anschließend das hier. Anschließend das hier. Und die beiden nochmal vertauschen. So. Fertig ist der Schlüssel. Mit sowas kann ich leben. Haben wir einen Schlüssel. Ist der auf einmal Gold? Nein, zum Glück nicht. Passt trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ein Restaurationskit.
Restaurations geht. Schön. Das ist ein ganz anderes Buch. Das ist ein ganz... Stammbuch. Ich... Ja, wir haben jetzt ein Stammbuch. Keiner weiß, wie das funktioniert. Wir hängen ein Stammbuch in die Luft und bauen das Portal. Das funktioniert aber. Das ist die Hauptsache. Das hat alles seinen Sinn hier. Styx! Richard ist in die Unterwelt gegangen. Das hätten wir alles nicht lesen können. Die ganze Story wird auch schwer einfach ausgeblendet. Alles wird ausgeblendet auch schwer. Warum wird zu... Alles, was wir gespielt haben, ist für den Arsch, und weil wir natürlich nichts gerafft haben, weil keine einzige Texteinblendung kam. Die haben einfach gesagt, auf schwer, oh ja gut, dann nehmen wir einfach alle Texteinblendungen raus, weil da stehen ja manchmal Tipps drin. Die haben alle Texteinblendungen rausgenommen, alle. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe diese Spieldesign-Entscheidung nicht. Auf Schwierigkeitsstufe schwer ist das ganze Spiel für den Arsch. Das ganze Spiel ist für den Arsch. Also, es ist einfach... Alle Gedanken, alles, was der Charakter sagt. Wenn ich einen Stock finde, das hat alles die letzten Grimtales-Teile ausgemacht. Wir haben dann immer vorgelesen in der Stimme und alles. Das war alles weg. Und wir konnten auf nichts davon eingehen. Samuel. Hat man Samuel schon? Hat man den schon? Jetzt haben wir wirklich alle vollständig, ne? Jetzt fehlt, glaube ich, keiner mehr. Samuel. Ich weiß einfach gar nicht mehr. Also, war das bei den ersten Teilen noch schwer? Nicht so? Nein. Wir haben trotzdem die Story immer noch mitbekommen. Deswegen spielen wir... Wir haben eigentlich immer auf schwer gespielt. Und wir sind bis zum letzten Teil sind wir immer gut durchgekommen. Beim letzten Teil war ein Rätsel, das echt scheiße war. Und jetzt sind es halt wesentlich mehr. Es geht immer mehr auf Scheißrätsel und... ja, offenbar immer weniger auf Story, habe ich gedacht, aber scheinbar ist die Story einfach, du kriegst auf Schwierigkeitsgrad schwer, einfach keine Story mehr. Okay, ich muss das vierte Teil finden. Ja, alles klar. Logisch. Ja, sicherlich spiele ich das nochmal von vorne. Das wird ja ganz bestimmt passieren. Da bin ich ja... So. Ganz ehrlich, diese Blinkern... Ach, ganz ehrlich, ja. Wo sind wir hier überhaupt? Mal ganz kurz gefragt. Was ist das hier für ein Ort? Ich glaube, wir sind im letzten Raum... Ach, Styx. Ja, ja, klar, Styx. Ja, ja, wir sind ja, am Styx. Ja, logisch. Weil beim Haus der Greygrace liegt der Fluss der Toten. Das ist ja nur logisch. Und der Fluss der Toten, der ist einfach so klein, dass du da rüberspringen kannst. Da kommt kein Fährmann, du kannst hier einfach direkt rüberspringen. Und hier diese Geister, diese lächerlichen Geister, die rumfliegen, die sehe ich jetzt erst. Guck mal, diese lächerlichen Geister. Was ist das? Da fliegen PNGs rum. Hier ist der ist gerade reingedroppt einfach. Da fliegt einfach über das gleiche PNG rum. Ein Euro für den Grafiker. Geil. So, eine Laterne. Okay, jetzt mal Tacheles. Wir haben einen Ring, wir sind noch nicht durch. Geist.jpg. Ja, so ist es auch. Okay.
Geht das Blinken? Ach, ganz ehrlich, das Blinken stört keine Sau. Das stört überhaupt niemanden. Ob wir jetzt wissen, dass man hier hinklicken kann oder wir haben sowieso hier hingeklickt. Es stört einfach niemanden. Kann man da den Ring reinschieben? Nein. Und auf einmal steht überall was. Auf einmal steht überall was. Wir haben einen ein Gladius? Anna Gray. Ruhe in Frieden. Anal Gray. Es ist Anal Gray. Sie ruht in Frieden. Ein Stock. Das sieht aber aus, als möchte er gerne einen Stock rein. Oder hier. Oh, das Blinken ist doch ein bisschen lästig. Will er einen Stock haben? Nein. Der möchte was haben. Vielleicht einen Ring. Das gebe halt ich. Das meins. Ich hasse Gronk. Einen Stock. Müssen wir hier in der Vergangenheit... Müssen wir hier in der Realität... noch irgendwas erledigen? Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Wir haben hier auch alles erledigt. Ich glaube, wir haben hier alles durch. Hier ist alles erledigt. Hier... haben wir hier noch nicht alles erledigt? Doch, eigentlich haben wir hier alles erledigt. Es ist nur noch der Zettel, der hier liegt. Deswegen kann man hier, glaube ich, noch reingucken. Buch haben wir erledigt, also alles nur noch da drin. Bäm. Da kommen wir nicht mehr dran. Hier ist alles geöffnet. Da haben wir auch alles gemacht. Also hier gibt es auch nichts mehr. Es müsste sich jetzt alles hier abspielen. Ideal für eine Laterne. Ja, Mann. Wenn ich mal eine hätte. Schenk mir doch mal eine. Da drüben. Da ist eine Laterne. Warum nimmt er nicht die Laterne und hängt die einfach da? Ich weiß es nicht. Puzzleteil kommen wir momentan nicht. Ach so, ja. Hallo. Hallo? Das ist doch. Wieso kann ich in den Grabstein damit nicht? Strange. Ja, Stock mit Grabstein. Ja, habe ich gerade dieselbe Idee gehabt. Das funktioniert nicht so richtig. Das. Oder es funktioniert, aber wir müssen den Stock an einer bestimmten Stelle. Nein. Voll die Maske. Ja. Geistpunkt-PNG fliegt hier. Das ist einfach ein Traum. Können wir mit dem Stock vielleicht das Ding hier raus? Viel zu weit weg. Nach so ist das Wasser zu tief und etwas sagt mir, dass ich meine Finger nicht ins Wasser stecken sollte. Ja, dann steck doch das Ding da rein. Nichts passiert. Okay. Ja, jetzt bin ich momentan so ein bisschen aufgeschmissen. Laterne kriegen wir nicht. Haben wir eine Laterne? Nee, ne? Da ist vielleicht eine... noch eine Laterne. Wir brauchen sehr viele Laternen, offenbar. Alles klar. Jetzt macht es Sinn. Nein. Ja. Das ging vorher nicht. Es brauchte einen Haken. Wir konnten den Stab nicht durch die Öse stecken, die hier auf dem Trockenen lag. Das ging vorher auf keinen Fall. Das konnte man nicht voraussehen, dass man dann das Netz rauszieht. Seufz. Hier ein lautes Seufzen, ein Regler. Vielleicht für die Lautstärke, eine Diskothek. Diskothek-Styx. Okay, wir haben einen Regler. Der Regler kommt wahrscheinlich hier. In der Regel kommt er wahrscheinlich hier drauf. Was regelt denn der? Ich muss das Wasser aus dem Boot schöpfen. Ich hab doch gerade... ja, und der Boot ist voll rum. Das Wasser aus dem Boot schöpfen? Ja. Das Wasser aus dem Boot schöpfen. Womit schöpfen wir das Wasser aus dem Boot? Ich dachte... vor allem ein Regler. Ich frag gar nicht. Okay.
Ich wusste gar nicht, dass man den Pegel des Stücks einfach so regeln kann. Ich glaube auch. Können wir jetzt vielleicht... Mit dem Haken konnten wir den Stein besser schieben, oder was? So, wir haben eine Schale. Damit können wir ja bestimmt Wasser abschöpfen. Das ist eine sehr große Schale. Und sehr effizient. So, wir haben dafür einen Schlüssel. Einen Truhenschlüssel. Alles klar. Sehen aus wie Münzen. Aber auf den zweiten Blick ist es bloß Ton. Der Ton macht die Musik. Und wir haben einen anderen Ring. Offenbar, wir öffnen bald einen Schmuckladen, wie es aussieht. Münzen plus Hand gleich Gold. Münzen plus... Da steht Münzen plus Hand. Plus Hand? Plus Hand. Alles klar. So, einmal kurz zusammenkneten. Ich hätte gern die Hand mitgenommen. Baum. Baum. Da. Ah, wir sammeln erstmal Licht für die... Warum auch Feuer machen? Klar, das ist ja die altmodische Art. Was? Was habe ich gemacht? Ah, alles klar. Oh, schön. Ja, endlich mal. So, und weiter. Weiter geht's. So, hier. Da, Studentenverbindung. Diese Hand kriegen wir später, glaube ich. Die brauchen wir dann. Ich glaube, das ist der Midas-Finger. Der geile kleine Midas-Finger. Das hier. Und dann nochmal. Da. Bogen, Harfe, Dreizack. Eine Harfe, ein Bogen und ein Dreizack. Goldenes Vlies, Helm, Sandalen. Goldenes Vlies habe ich gerade gar nicht im Kopf. Sandalen, Helm habe ich gerade noch gesehen. Da. Hammer, Löwengesicht, Speer. Hammer, Löwengesicht. Hammer, Löwengesicht. Juhu. Das goldene Vlies haben wir. Da ist das Löwengesicht. Nein. Das ist doch... Das war der Speer. Ich wollte das Löwengesicht hier. Okay. Das ist offenbar kein Löwengesicht. Habe ich mir anders vorgestellt. Da ist ein Löwengesicht. Hammer. Midas Hand. Ja, geht doch. Krug, Schutzschild. Schutzschild, Krug. Manfred. Könnte nützlich sein. Alles klar. Suchmeisterin. Ich bin eine Suchmeisterin, ich wollte es nur kurz sagen. Mit der Midas-Hand, die wir natürlich eigentlich nicht anfassen dürften, aber hey, was soll's. Die habe ich mir anders vorgestellt, die Wirkungsweise. Wir kriegen 3 Münzen, die müssten wir normalerweise dem Fährmann geben, oder eine Münze. Und dafür kriegen wir ein Paddel. Habe ich mir auch anders vorgestellt, muss ich zugeben. Sollte ich aber nicht was draufhängen? Ich vermute, dass hier was sein soll, das dem Begleiter der Seelen würdig ist. Ein Scheiß. War da nicht gerade Paddel mit Lampe? Seelenlaterne. Ja, eine Seelen... Aber hier war doch... Paddel. Seelenlaterne. Schädel.